Geheimnis in der deutschen Wasserballliga. Wer nach Berlin zu den Wasserfreunden Spandau 04 fährt, tut dies auf eigene Gefahr. Die Männer vom Amateurschwimmclub Duisbo kann das nicht schrecken. Schließlich kommen sie als Tabellenführer in die Hauptstadt und haben mit Dennis Aidner zudem noch den Top-Torjäger der Liga in den eigenen Reihen. Gute Gründe also für die Spandauer, den Gegner nicht zu unterschätzen. Zumal die Wasserfreunde ohne ihren verletzten Kapitän Marco Stamm auskommen müssen. Ja, ohne Marco ist es schwer, aber wir haben sehr viele junge und talentierte Spieler und ich denke, sie werden da in einem Spiel wie gegen Duisburg, werden die auch ihre Akzente setzen und ich denke, dass wir ihn gut, ersetzen können. Als Kapitän wird Marco Stamm von Keeper Laszlo Baxa ersetzt. Und im Spiel ist es eine gelungene Mischung aus Jugend und Erfahrung. Routinier Matteo Tschuk bereits in der dritten Minute mit dem 1:0 Führungstreffer. Kurz vor Ende des ersten Viertels ist es dann Youngster Stefan Piesiewicz, der nach feinem Pass von Lukas Gielen zur beruhigenden 5:2 Führung einnetzt. Doch so schnell gibt sich Duisburg nicht geschlagen. Mit zwei schnellen Toren verkürzen die Gäste zu Beginn des zweiten Abschnitts auf 5:4. Die Wasserfreunde sind erneut gefordert. Und Spandau nimmt die Herausforderung an. Wieder ist es Stefan Piesiewicz, der kurz vor Ende der ersten Hälfte den alten 3-Tore-Vorsprung wiederherstellt. Mit 8:5 geht's in die Pause. Und ein zweites Mal kommen die Männer aus dem Pott nicht zurück. Hier bereits die Vorentscheidung zum 15:6, direkt nach Beginn des letzten Spielabschnitts. Auch der 6. Treffer von Amateure-Kapitän Paul Schüler. Und das Kontertor von Jan Bakulo können die Niederlage der Gäste nicht mehr abwenden. Mika Shushiashvili stellt noch den 20:10 Endstand her. Ein auch in dieser Höhe verdienter und nie gefährdeter Heimsieg der Wasserfreunde. Eine gelungene Generalprobe vor dem Spitzenspiel gegen Hannover. Am Ende bekommen wir zu viele Gegentore. Wir schießen zwar auch viele Tore, aber ja, da waren einfach zu viele kleine Fehler. Wir haben zu Fehler gemacht, die dann zu Toren geführt haben. Es war zu leicht, hinten bei uns Tore zu schießen. Ja, letztendlich zählen nur die Punkte. Aber im Hinblick gerade aufs nächste Wochenende ja, müssen wir noch einiges drauflegen, damit wir gegen Waspo dann auch eine Chance haben. Mit 10 Toren Vorsprung gegen den Tabellenführer gewonnen und doch unzufrieden. Das ist Wasserball bei Spandau 04. Das Spitzenspiel gegen Waspo Hannover am kommenden Samstag, dann natürlich wieder hier zu sehen bei Hauptstadtsport TV.